Und ich gebe zu, die Rede von dem Kollegen Mohnstadt hat mich ein wenig ratlos gemacht. Ich weiß ja, dass das Cannabisgesetz, das im Übrigen ein Gesetz ist, das Kinder- und Jugendschutz, Gesundheitsschutz und Prävention nach vorne bringt, dass das Cannabisgesetz von Ihnen mit aller Kraft bekämpft wird, weil Sie die großen Erfolge der bisherigen kriminalisierenden Drogenpolitik, lassen Sie mich kurz überlegen, so richtig viele finde ich da nicht, weil Sie die offensichtlich gerne weiterverfolgen wollen und nicht davon abkommen wollen. Aber Sie sagen uns immer, dass ein wichtiger Schritt ist, dass wir doch lieber Prävention machen wollen. Und jetzt, Herr Mohnstadt, sagen Sie, die sollen wir auch einstellen, weil das überhaupt nichts bringt und woanders verwenden. Das macht doch klar, Ihnen sind die Menschen völlig egal, die wir mit der Drogenpolitik erreichen wollen. Sie wollen weder Prävention noch eine vernünftige Drogenpolitik. So sieht die Arbeit aus. Und lassen Sie mich zum Schluss noch sagen, sehr geehrter Herr Pilsinger, ich habe ja von Ihrem Fraktionsvorsitzenden wahrgenommen, dass Sie jede Form der Zusammenarbeit einstellen. Aber dass Sie jetzt auch noch ankündigen, dass Sie ab Mai diesen Jahres jede Form der Arbeit einstellen werden, also das finde ich schon wirklich ganz verblüffend. Ich kann Ihnen sagen, wann auch immer der Minister Gesetze vorlegt, und auch wenn das nach April oder Mai ist, wir werden in dieser Legislatur noch eine Menge Dinge bewegen. Wenn Sie dann nicht mehr mitarbeiten wollen, na ja, dann ist das wie beim Haushalt. Da haben Sie ja auch schon nicht so richtig mitgearbeitet.